It's reaction time, hold up. Los geht's. Yes. Gehen jetzt auf Hugo hier. Natürlich für die Leute, lasst gerne Likes in die Kommentare. Likes in die Kommentare? Lasst gerne Kommentare in den Kommentaren. Hä? Wie machen wir das? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Wie heißt du, kleiner Racker? Hugi Hugo. Genau, Holger Hugo. Warum hat Cartman das damals gesagt? Hätte er es damals nicht gesagt, wäre ich die Nummer 1. Alle denken, Let's Hugo ist hungriger und satter Hugo. Zusätzlich machen wir ja bald die No Food Challenge, wo Let's Hugo auch dabei ist. 7 Tage nichts essen mit 8 Streamern. Und spätestens da wird Let's Hugo dann auch zum hungrigen Hugo. Und dann weiß keiner mehr, wer wer ist. Ich würde mich umbenennen. Irgendwas. Hugo rückwärts. Ogu ist cool zum Beispiel. Let's Ogu. Klingt gut, würde ich nehmen. In dieser Woche nicht essen. Was denkt ihr, wie oft kommt der Joke? Aber jetzt bist du ja echt hungrig, Hugo. Kommt dann kein neues Hugo-Video, wenn er bei euch ist. Das ist Hugo? Das ist der Typ? Ich hab den noch nie gesehen. Hä? Ja, Leute, mal klapp im Chat für Hugo, weil er so krass ist. Wenn ich einmal hochschieb und die ganze Bauchdecke dann zieht. Oh, habe ich lange angekündigt, aber heute ist es soweit. Wir werden da das eine oder andere Case öffnen. Reset! Bam. Na komm, gönn doch mal. Handschuhe Omega, die sehen ja absolut hässlich aus, Digga. Och nee! Heute auf jeden Fall kein Doppelpiece. Ich bin extrem doll angepisst. Seit wir geguckt haben, hat der Mann einfach 400 Euro verloren, ne? Check hier. Aber was sind denn nur 400 Euro? Wir reden hier von nur 400 Euro. Davon konnte ich damals 2 Monate leben. Digga, das ist verrückt. Digga, das ist einfach eine Miete. Wir haben gerade jemandem zugeguckt, der einfach ein Ausbildungsgehalt gebumst hat gerade. In Sekunden, Bro. Also wenn wir die 200 Packs hier gezogen haben, dann sind wir auch über der Quote von 400 und dann müssten wir eigentlich mindestens einmal Gold sehen. Mega. Hey, Stream Tanzverbot, ne? Ich hab den gar nicht mehr gesehen, irgendwie. Das ist schon ein bisschen länger her. Ab hier ist wieder der Boss Tanzverbot. Give me a knife! Give me a knife! Knife! Oh! So ein Alter! Das ist so typisch, Alter! So eine verdammte Drecksfacke! Und wenn ich diese Bravo-Kiste auf dem Account gezogen habe, dann habe ich auf dem zweiten Account 10k ausgegeben. Ich habe auch ein paar Runden gespielt, ja. Wie fandest du's? Ich bin ziemlich scheiße, Digga. Ein bisschen kann ich das Spiel. Mach ganz vorne. Hä? Warum kann ich nicht schießen? Ich kann einfach mit der linken Maus nicht schießen. Geht nicht. Geht immer noch nicht. Drunter stand schießen. Ach so. Aber wie zoome ich rein jetzt? Weil reinzoomen ist ja auf dem rechten Knopf. Dieses minimale Reinzoom, das geht doch. Ach, gibt's gar nicht. War das nur bei Velo oder was? Das hat niemand gesehen und das wird auch nicht geklippt. Vielleicht auch mal die Waffe wieder wechseln. Mit der AK war ich deutlich besser. Hallo, ich bin Yappi. Ich komme runter. Billy Jello, ich bitte Sie einmal hier zur Kasse. Kommen Sie bitte einmal zur Kasse. What? Oh, ey. Da brauchen wir mal einen 20 Ort hier. Oder dann bringen wir so, kannst du 50 gewinnen? 50 Gramm, das kostet nur 100 Euro. Auf Toilette gehen? 50 Gramm kostet 1500 Euro. Dachten die, wir sollten jetzt 50 Gramm. 50 Gramm, weißt du, wie das ist? Das ist viel zu viel. Hang up and boss! Wird Ro hat auch auf THC getestet. Ja. Yeah. Urin bitte zeigen, Haarprobe. Das kriegt ihr nicht. Leute, das ist schlecht, nimm keine Drogen. Oh! Eine dicke Plantage. Oh, wusste nicht, dass wir bei Roa zu Hause sind. Hey. Ich glaube, Roa wäre nicht smart genug, um so eine Anlage aufzusetzen. Wait a minute.
Hier kommen wir zum besten Stück. Das ist meine Plantage. Warum ist bei Rohase so eine Flamme? Rohase ist das starke Zeug, das ist nur für mich. Aber hast du auch, seitdem du jetzt so ein paar Kisten öffnest, so Kontakt zu Streamern auch so? Ich hab gesehen, dass, wie heißt der, No Pixel, Digga, die ohne ganze Pixel. Zeit, der reagiert die ganze Zeit auf meine Kisten und legt das schon vor mir auf seinen TikTok hoch. Da muss man gleich nur bald eine 100er Subbomb reinflattern, ansonsten gibt's Strike, Alter. Aha, ohne Pixel, bester Mann. Ab jetzt offiziell die Erlaubnis, mein Konto nochmal vorher hochzuladen, Digga. Oh mein Gott. Ich hab ohne noch nie selber zocken sehen. Hallo an alle, ich bin neu auf Twitch. Kenne mich noch nicht so wirklich aus, aber ich kenne Trimax schon sehr lange. Moin. Oh, der Chat ist vormittags immer anders als abends. Hallo Maxi, so einen fetten Stamm, wie du in-game am Schlachten bist, hab ich vorher aus meinem Rektus ausgeschlammt. Also wer benutzt überhaupt so welche Wörter? Warum hast du so weirde Leute bei dir? Ja. Ey, und zum Beispiel, ich habe neulich deine Live-Übertragung entdeckt und ich muss wirklich sagen, es gibt eindeutig bessere Übertragungen als deine. Schöne Grüße, Dieter. Hey. Der Dieter schreibt ja auch nur so Übertragungen. Nicht deinem Stream, sondern deine Übertragung. Hier nochmal der Dieter. Werde dich jetzt abschalten. Da mein Lieblings-Twitcher, Chef Strobel, seine Übertragung gestartet hat. Ja, dann schalt mich mal ab. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er es auch wirklich mit der Fernbedienung macht. Bro, er hat eine Fernbedienung programmiert für seinen Computer. Ich glaub's nicht, Digga. Es ist schon wieder soweit, Mann. Wieder mal alles gehört. With the cash, if you win a rubber band, I win the news, and I win the shoes. Ooh, I win the views. Nun solltest du zügig den Abdrucklöffel in den Mund stecken. Halte möglichst still und versuche nicht zu reden. Oh, ich hab das gehasst. Einfach Chef Strobel stream jetzt. Ich hatte einfach 2 Jahre lang eine Zahnspange. 2 Jahre. 2 Jahre. Boah, ne. Das war so ekelhaft. Und danach hatte ich eine lose Zahnspange und dann habe ich die aber nie genutzt. Jetzt. Lang. Mach heute den Chef Strobel stream ohne zu reden. Ja, und immer am Handy chillen. Über Valorant complain und das hier. Jo, Herne, danke für den Zapf. Ach, danke für den Tier 1 und das, ja. So, dann gehen wir rein in die nächste Runde Valorant. Schönen guten Tag, wie kann ich dir helfen? Ich bin Mod bei unter anderem Amar und Laser Luca. Stopp, ich kann dir das Problem jetzt schon sagen. Du bist Mod bei Laser Luca. Das ist auch schon ein großes Problem. Aber er liest nicht den Chat, seine Chatkultur ist schrecklich und er hat kein einziges vernünftiges Emote drin. Wenn du die Möglichkeit als Mod hast, irgendwie an seinen Kanal zu kommen und sein Streamkey zu ändern, damit er nie wieder online gehen kann, bitte tu das, ja? Chat, ich muss los auf den Geburtstag. Ich raide jetzt noch. Einer hat das erzählt, ne? Weißt du, wer sich gerade bei mir im Chat beschwert, dass du deinen Chat nicht liest? Wer? Revi. Ich habe meinen Chat gerade gar nicht offen. Oh, warte. Ich muss mich so auf Minecraft konzentrieren. Ich hab schon wieder voll vergessen, dass wir hier live sind. Revi hat mich gerade angerufen. Aber ich find's geil, dass du auch den Anruf ignoriert hast. Ja, ich denke, der weiß es, wenn er mich anruft, ist es irgendein Schwachsinn. Möchten Sie was sagen? Wir haben nämlich tatsächlich auch Revi hier heute mit am Start. Ja, Leute, was geht? All this stress. Was ist denn los mit Revi? Revi hat geraidet. Oh, du weißt ja, was mittlerweile ist. Also er hat seinen Stream ausgemacht und alle seine Zuschauer zu dir rübergeschickt. Okay, hallo an alle, die von Revi da sind. Vor 10 Minuten hat er geraidet. Ah, ja, okay. Meine Cousin ist gefragt, ob sie so ein T-Shirt haben wollen. Aber dann meinte ich so, oder werdet ihr damit gemobbt? Ist das deine Schwester? Weil sie ist auch so lustig wie er. Geil.